Mutterra, die Sinfonie zu Ehren von Mutter Erde. Mutter Erde wandelt sich. Sie ist ein lebendes, fühlendes und beseeltes Wesen und steigt nun auf. Wie auch die Menschen heilt sie, bevor sie gänzlich aufsteigen kann. Und sie heilt auch durch den Bewusstwerdungsprozess der Menschen. Mutterra entstand im Laufe eines Monats durch Eingebung des einen Schöpfers. Schwerdi von der Thingau schrieb diese Sinfonie im Auftrag des Höchsten für den Tag der Erde am 23. Juli 2023. Mutterra ist auf den Kammerton A, 432 Hertz gestimmt. Die 369 Takte sind in drei Teile gegliedert. Der erste Teil steht für die Vergangenheit und endet mit dem Gesang des Rotkehlchens. Der zweite Teil steht für die Jetztzeit, ist 12 Takte lang und endet mit dem Schnurren einer Katze. Der dritte Teil lässt dich das Künftige erahnen. Mutterra dient der Heilung von Mutter Erde und allen beseelten Wesen, die auf ihr leben. Du kannst beim Hören auch Räume, innen wie außen, mit ihr reinigen. Du kannst mit dem Bild, das dich auf dem CD-Cover am meisten anspricht, während der Musik meditieren. Das wird dein Hörerlebnis vollständig machen. Wir sind Teile des großen Ganzen. Wir sind Kraft unseres freien Willens diejenigen, die sich wieder für das Leben entscheiden, für die Liebe, für die Schöpfung und für den göttlichen Plan. Gesegnet sei Mutter Erde und alle geheiligten Wesen, die auf ihr lieben. Möge des Schöpfers Traum und seine Liebe sich über die Erde ergießen und alles heilen und erblühen lassen. Wir danken von ganzem Herzen. Schwerdi von der Thingau. Mutterra sollte auf keinen Fall in ein MP3 oder ähnliche Formate konvertiert werden, da sie dabei durch das Wegkomprimieren vieler Frequenzen ihre Wirkung verliert. Vom Anhören auf Handys und Laptops raten wir ab, da die Lautsprecher auf diesen Geräten nicht das gesamte Frequenzspektrum abbilden können. Die CD ist nur bei uns am Mutterhof erhältlich. Schreib uns an auf info@mutterhof.org.